Hi, hallo und herzlich willkommen heute zu einem Felo-Werkzeugfabrik-Spezial. Ich möchte euch heute die Firma Felo und die tollen Werkzeuge, die die herstellen, etwas genauer vorstellen. John, kann's losgehen, nächstes Kind abonnieren. Felo, Quality Tools Made in Germany, sind nach eigenen Angaben ein weltweit führender Spezialist für Qualitätswerkzeuge. Die Felo-Werkzeugfabrik gibt es schon ganz lange, aber da hießen die noch anders und begonnen hat alles 1878 in Thüringen mit dem Namen Hammermühle. Und die haben in den 1930er Jahren schon internationale Geschäfte abgewickelt, hatten einen Katalog in 4 Sprachen und erste Patente angemeldet, aber der Zweite Weltkrieg hat ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht und die Gründer Familie verließ damals Thüringen und ist geflohen über die Grenze nach Hessen und hat dann dort 1950 Felo gegründet, und zwar in Neustadt. Das war quasi ein Neustart in Neustadt. Und die haben begonnen mit 2 Angestellten, einer Schreibmaschine und einer Kundenkartei. Und heute sind die 220 Mann stark. Die sind in Neustadt und in Ungarn vertreten und in der 5. Generation Inhaber geführt. Traditionen, Innovationen und Qualität werden groß geschrieben und die exportieren ihre 2000 Artikel in über 40 Ländern und ihre Mission ist, den Kunden zu begeistern. Und das schaffen sie auch. Okay, wo fangen wir an? Naja, bei den VDE-Schraubendreher, weil da gibt es schon ein Video dazu. Ich zeige es nur kurz. Also, erstens, coole Kiste, gummiert. Mit einem Schieberegler, wo alles drin ist. Und dann Wechselbits, Wechselklingen, wo man mit dem kleinen Knopf und einem schönen Griffhalter toll arbeiten kann. Also hier, coole Nummer. Und dann auch, habe ich euch im VDE-Video noch nicht Zeit gehabt, wie das ausschaut in der Box. Ja, tolle Geschichte. Hier liegt alles drin, auch Schnäppchenjäger aufgepasst. Und das soll es gar nicht so gehen. Wenn ihr das im Detail sehen wollt, dann schaut ihr doch mal da oben, ja, verlinke ich euch dieses VDE-Schraubendrehvideo. Jetzt geht's nur noch um das, was hier auf der Matte liegt. Ja, wo fangen wir an? Beim Bitboy, also Vorsicht, Verwechslungsgefahr. Das hier ist der Bitboy und der Kanal, der ist vom Toolboy. Und wenn wir jetzt mal schauen, hier hat er einen Magnethalter und hinten im Griff, also auch hier, aber nicht ganz weich, den Griff, weitere Bits. Und zwar sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6 und der vorne 7 Stück. Ich will jetzt nicht spoilern, aber da kommt noch bald was. Ne, lassen wir jetzt mal noch. Da könnt ihr euch auch was freuen. Merchandise von Toolboy. Also, Bitboy ist gut. Felo-Griff, aber halt nicht ganz weich, so wie wir es gewöhnt sind. Und die haben auch eine Heavy-Duty-Serie. Der Trico 550er, der ist 8 x 1,2 x 155 mm und hat da vorne eine Schlüsselweite, dass man ordentlich hier mit dem Schlüssel drüber kann. Coole Sache. Den hier, das ist der Kapselheber oder 033er Schlüssel, den kennt ihr auch schon vielen Videos. Und die haben Stubbies, wahrscheinlich einer der kleinsten Stubbies, ja, auch hinten mit dem tollen Griff. Im Schlüsselloch gibt es auch in verschiedenen Ausführungen. Die gibt es mit einem längeren Schaft und Magnethalter. Und dann hier auch eine Pistolen mit Ratschenschraubendrehwurme 90, 45, 0 und dann drüber bis 180 Grad, also von 0 bis 180 und wie ihr wollt hier 45 und 35 und 90 Grad links, rechts und der hat vorne Verriegelung, den habe ich schon ganz genau auch mal aufgeschraubt und mikroskopiert. Und mal schauen auf meinem Insta, ob ihr die Bilder dazu findet, auch ein geniales Tool und dann natürlich hier der Flex, dass man auch in beengten Bauräumen wohin kommt, der hat vorne einen Magnethalter, ist die 4920, ist ein Viertelzoll mal 170 mm und hier, da hinten hat er den ganz weichen Griff und da vorne sieht man ein Viertelzoll Aufnahme und ein Loch zum Durchstecken oder zum Aufhängen. So, und jetzt haben wir nur 3 Sätze hier liegen. Jetzt fangen wir mal an mit dem, was ich schon länger habe, den habe ich euch schon gezeigt. Da ist nämlich auch was Tolles drin. Einmal diese MTEC-Nüsse und ja, ein toller Shaft, ein toller Halter, und zwar kann man aus dem, wenn man den so vorzieht und einrastet, auch einen T-Griff oder Quergriff machen, wo man hier vorne einen Bithalter hat, wo man dann unter anderem die Bits oder halt, es ist da noch eine Verlängerung dabei. Also das hier ist echt ein cooles Set, verlinke ich euch unten auch.
wo man richtig gut damit arbeiten kann. Und was halt richtig cool ist an dem Set, sind diese M-Nüsse. Ich meine, das habe ich euch schon mal gezeigt bei Bithalter, weil da ist da hinten so eine Feder drin, seht ihr das? Und ein Magnet. Und das heißt, man kann da verschieden große Nüsse reinmachen und dann ordentlich damit arbeiten. Schaut aus wie so eine Wumme mit Schalldämpfer. Also, coole Sache, hier dieses Set mit dem Quergriff. Ein richtig leckeres Set, wie ich finde. Ja. Und dann in Gelb ist es New. Oh, jetzt hat die GoPro ausgehalten. Jetzt hat sie Pech gehabt. Das ist nicht die GoPro, sondern ist die Action Osmo 3, die angeblich nicht überhitzt. Und die schreibt jetzt, Gerät überhitzt, Sauerei. Egal, die von Sony tut's noch. So, jetzt da habe ich mir das gezogen, weil ich diesen tollen Griff mit Ratsche haben wollte. Oh, der ist nicht ganz fein, aber ratscht ordentlich, hat auch links, rechts. Und dann hier eben auch wieder die M-Nüsse, aber das mal nicht mit dem Bit, sondern mit einer Viertelzoll-Aufnahme. Also genau andersrum, auch ein cooles Set. Und da ist dabei natürlich verschiedene Verlängerungen, unter anderem so eins, wo man da vorne auch in zwei Stellungen einmal fest und dann so ein bisschen flexibel auch für enge Bauräume arbeiten kann. Also da steckt ein Haufen Knopf drin. Das finde ich sind gute Sets und die sind auch relativ preiswert. Und ja, es ist halt auch noch ein Nussenhalter dabei und ein Kardangelenk. Und last but not least, klein aber fein, der wahrscheinlich kleinste Bithalterkasten der Welt, wenn ich ihn aufbekomme. Und da drin sind Nusshalter. Und zwar Verlängerung, auch wieder mit dieser Funktion, dass man es Eck schrauben kann. Und die hier, die ist sogar leicht gewinkelt. Und da kennt ihr vielleicht von Vera, bin ein großer Fan von diesen Mini-Zyklopen. Die, und es ist eigentlich ein Pendant, auch wieder links, rechts. Hören wir uns mal an, da vorne auch Viertelzoll, kann man auch woanders reinmachen. Auf Sechskant, in der kurzen und einer langen Version. Und der hört sich schon ein bisschen feiner an. Also, klasse Geschichte. Die Werkzeuge von Fehler und die Firma sowieso, made in Germany, immer toll. Und wenn ich eins der Felo-Werkzeuge vergessen habt, die ihr unbedingt sehen wollt, dann könnt ihr gerne einen Kommentar da lassen über den Hashtag Tubal, freue mich sowieso immer. Und über ein Like und ein Abo auch. Also dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis bald.